Moin moin und willkommen zurück bei Hardcore Kerbel. Ja, im Livestream haben wir fröhlich an unserem Space Truck weitergebaut, aber wie dort schon angedroht, trifft uns natürlich jetzt auch mal wieder der Ernst des Lebens, und zwar in Form von Geld verdienen. Und dafür hatten wir im Livestream schon zwei Missionen angenommen, und zwar einmal die zwei Touristen, die nach Minmus wollen, um dort zu landen und einen Flyby zu machen. Also der Flyby erledigt sich automatisch, aber eine Landung soll auch noch mit dabei sein. Und wir haben den Hallfried Kerman, der gerettet werden soll. Also ein weiterer Abonnent, der dann seinen eigenen personifizierten Kerbel bekommt. Und zusammengenommen kriegen wir dafür nach den Vorschüssen, die wir schon bekommen haben, hier nochmal 32.000 und hier knappe 30.000. Also wenn wir das jetzt alles überschlagen, sind das zusammen 60.000, nochmal 16.000 drauf, sind wir bei 76.000, sind wir bei 108.000 Kerbal Credits, die wir verdienen können. So, und um das hinzubekommen, brauchen wir natürlich eine Rakete, mit der wir das auch anstellen können. Und ich gucke jetzt nochmal sicherheitshalber, ob es noch irgendwas gibt. Also das wollen wir auf keinen Fall machen. So, kam jetzt irgendwas Spannendes Neues. Und wir wollen auf keinen Fall einen Surface Outpost bauen. Ja gut, das wird im Moment nicht besser. Ah, Enter der Atmosphäre auf Duna. Wie lange hat man dafür Zeit? Expires. One day. Aber das müsste so ein Ewig-Vertrag sein, oder? Duration? Da steht keine Duration. Oh, den können wir nehmen. Der hilft uns natürlich später für die Duna-Mission. Und gibt auch schon mal ein bisschen Vorschuss. Accepted. Ja, cool. Also, der ist expires never. Das heißt, wir haben hier nochmal eine kleine Bonuszahlung. Das ist cool. So, das hat sich schon mal gelohnt, nochmal nachzugucken. So, jetzt aber genug rumgespielt in Mission Control. Was ich jetzt nochmal gucken wollte, ist, ob wir hier schon irgendwie... Wir haben noch keine Strategien scharf geschaltet, ne? Wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, da wir sehr viel Science reinbekommen, ein bisschen was in Geld umzuwandeln. Nee, warte mal, wir brauchen Finanzen, ne? Patentlicensing. Das dürfen wir nicht machen. Oh, das kostet richtig viel Wissenschaft. Nee. Nee. Okay, das hilft uns jetzt noch nicht. Vielleicht mal später. Die Überlegung wäre dann, viel Geld durch Wissenschaftspunkte zu machen, aber dafür brauchen wir erstmal noch ein bisschen was. Und wir haben ja im Moment auch noch einiges zu erforschen. So, das heißt, wir bauen uns jetzt mal ein Raumschiff. Vorher gucken wir noch einmal, wo sich hier Hallfried Kerman rumtreibt. Hallfried's Shipwreck. Okay, niedriger Kerbin Orbit. 74, 80, also nichts Extravagantes, alles ganz normal. Das heißt, wir können da auch ein relativ normales Raumschiff bauen. Okay, die Überlegung ist natürlich, dass wir auch unseren neuen coolen Nuklearantrieb mal zum Einsatz bringen. Und als allererstes dafür müssen wir mal sicherstellen, dass wir genug Platz haben. Also, wir fliegen und wollen zwei Touristen mitnehmen und noch einen Kerbel aufnehmen. Das schreit förmlich nach drei Sitzplätzen. Also sowas hier. Und wir brauchen nachher ein Hitzeschild auf jeden Fall, damit wir wieder eintreten können. Und wir brauchen auch einen Fallschirm. Und der hat sich da eigentlich ganz gut bewährt, weil dann können wir oben drauf noch anderen Kram bauen. Nämlich zum Beispiel unseren Live-Support in der normalen Größe. Eine Batterie auch in der normalen Größe. Und last but not least würde ich jetzt hier gerne... Ich glaube, wir hatten es schon. Ja. Sehr cool, das heißt, wir nehmen uns jetzt einen Probe Core in der nicht ganz normalen Größe. Das könnten wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen hübsch machen. Wartet mal, so viel Zeit muss sein. Structural, der ist es, genau. Zack, zack. So, und dann kommt oben noch
das Teil drauf. Obwohl, wir könnten es auch wirklich hübsch machen, indem wir. Aber das wird wieder unaerodynamisch, ne? Lass uns mal ein bisschen was anderes bauen. Das ist prinzipiell nicht falsch. Das ist auch nicht falsch. Auch nicht falsch, auch nicht falsch. Wir wollen es mal hübsch bauen. Ich probiere mal, ob ich es hübsch gebaut bekomme. Also, einmal ein Fairing und dann machen wir das nämlich so, dass wir etwas kleinere Batterien nehmen. Zack. Und zack. Und dann nehmen wir auch den kleinen Live-Support. Zack. Und zack. Und dann den drauf. Mal gucken, ob das gut aussieht. Na gut, das hatte ich mir optisch irgendwie schöner vorgestellt. Gut, machen wir nicht. War eine doofe Idee. Wir machen das, was wir zuerst hatten. Hahaha. Alles wieder andersrum. Also Live-Support und eine Batterie drauf. Und ein Näschen. Das ist jetzt nicht so tödlich. Ach so, ja, meine Güte. Ein Adapter. Und zack. So. Und dann können wir nämlich hier oben auch ein paar Solarpanels draufzimmern. So von den ganz preiswerten. Und für später schon mal zwei Bremsfallschirme. Das müsste eigentlich auch reichen, wenn wir zwei Stück haben. Und dann nehmen wir uns ganz normal drei Fallschirme mit und müssen nur aufpassen, dass wir die nicht vor die Tür bauen. Hier so irgendwo. So, Fenster haben wir auch keine zugeklebt. Die Touristen wollen ja was sehen. So, das ist dann hier unsere Minmus Turbus. Naja, da haben wir jetzt einen Buchstaben unterschlagen. Das ist natürlich der Turibus. So, damit können wir nämlich, während die Kiste hier rumdaddelt, erstmal im Orbit, alle Manöver machen mit dem Fly-by-Wire über dem Probe-Core und egal was also der Körbel, den wir retten, ich habe den Namen schon wieder verdrängt, Hertwig. Ach, keine Ahnung, wie auch immer er heißen mag. Für einen Typ ist, haben wir trotzdem alle Manöver zur Verfügung dank dem Fly-by-Wire-Avionics-Hub und können damit steuern. So, und jetzt bauen wir dem ganzen Hobel mal einen ordentlichen Fuel-Tank ran. Ich unterstelle mal, dass das da reichen muss. Achso, ja, man baut da üblicherweise natürlich noch so ein Trennungsgerät dazwischen. Zack. So. Und jetzt packen wir da mal so ein Teil ran. So, was wir jetzt nämlich hier oben nicht mehr brauchen, ist der Oxidizer. Den sparen wir uns natürlich massiv. Hat aber nur 842 Delta wie das Ganze. Echt jetzt? Das ist doch relativ wenig, würde ich sagen, oder? 842. Wenn ich mal vergleiche mit dem Pudel. Tatsächlich ist es noch weniger. Warum haben wir denn diesmal so wenig? Was ist denn jetzt so schwer an der Kiste? Hm. 842 ist ein bisschen arg wenig. Habe ich irgendwas draufgeklatscht, was viel wiegt? Das sind 6, irgendwas Tonnen. Das ist eigentlich nichts Schlimmes, ne? Ach, habe ich eventuell noch irgendwie den. Ja, ich bin noch auf Atmospheric eingestellt. Ah, das erklärt so einiges. So, dann sieht das nämlich schon ganz anders aus. Dann sind wir hier nämlich bei 3600 Delta V. Und das ist viel zu viel. Wir wollen ja nicht irgendwie zum Mars fliegen. Also, Body Carbon. Jawohl. So, und dann gibt es hier noch einmal den. So, 1600 Delta V, das reicht eigentlich für unsere Verhältnisse komplett. Und wenn wir uns mal Minmus angucken, haben wir auf Minmus eine Thrust-Weight-Ratio von 6,38. Das ist auch mehr als ausreichend.
Jetzt, aber mit den 1400 fühle ich mich jetzt wieder nicht, 1600 fühle ich mich wieder nicht ganz so wohl, ne? Müssen 900 raus, bla, die Landung, bla, der Start. Gruppenkopf überschlagen reicht das aber eigentlich. Ach komm, wir machen ein bisschen mehr, dann können wir auch mehr rumkurven. Wir müssen ja auch noch den Körbel retten. Wir nehmen jetzt das Triebwerk, was wir am Anfang hatten, den Tank. Zack. Zack. Zack, 3,6. Hatte ich jetzt bei dem anderen den Treibstoff rausgenommen? Ach, ich bin kein guter Raketenkonstrukteur. Heute. Ach komm, 2100. Wir machen eine kurze Rakete. So, kriegen wir das jetzt irgendwie noch hübsch und mit Landedingern und so? Also, was wir auf jeden Fall brauchen, sind Hitzetauscher, sonst wird das ein bisschen heiß. Haben wir echt nur die großen? Na gut. Ich glaube, zwei reichen uns aber. So, da kommt die Hitze und die wollen wir natürlich abstrahlen. Und die anderen beiden Winkel belegen wir am besten mal mit Solarzellen, damit wir auch noch ein bisschen Strom haben, um den ganzen Kram hier zu betreiben. Zack. Und die kriegen auch gleich noch eine Action Group verpasst. Schlawupp. Und ich würde mal sagen, Licht hat sich da sehr bewährt. Bei mir zumindest. So, Body Minmus, Body Körben ändert ja nichts. Also hier haben wir natürlich keine Thrust-Weight-Ratio von ganz viel. So, und jetzt kommt natürlich noch der Part, dass wir das Ding irgendwie landen müssen. Glaube, können das natürlich. Das kostet ja auch nichts, ne? Wir können einfach mal statische Landebahnen machen. Weil ich habe noch keine Landebahnen, die so lang sind. Aber es hält uns ja noch lange nicht auf. So, geh mal ran da. Zack, zack, zack. Und jetzt nehmen wir das Ding hier einfach und rotieren es ein wenig. So grob. Und dann moven wir es noch ein wenig rum. So. 1A Landeplattform. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Da kann man auf jeden Fall auf landen und unser Triebwerk geht nicht kaputt. Ist nicht besonders schön, aber wir sind ja auch nicht hier, um einen Designpreis zu gewinnen, sondern weil wir Geld sparen wollen. Und ich habe einfach keine Landebeine und es gäbe nichts Peinlicheres als beim Touchdown auf Minmus. Unser Triebwerk abzureißen, weil so ein Triebwerk hat eine Impact Tolerance von. Wo steht's? Steht's irgendwo? Crash Tolerance, 12 Meter pro Sekunde. Okay, das ist sogar relativ viel, muss ich sagen. Die anderen haben alle ein bisschen, sind alle ein bisschen empfindlicher. Also theoretisch könnte man es auch auf dem Triebwerk landen, aber wir wollen es einfach nicht provozieren. Wir wollen nichts kaputt machen. Ne? So, und jetzt brauchen wir unter dem ganzen Teil noch so eine Art. Das sieht nicht schön aus. Aber es muss halten. So. Wir könnten aber natürlich einen kleineren Decoupler nehmen. Wenn der eh nur so eine Röhre macht. Denn das ermöglicht uns dann, dass wir. Zack. Ich könnte ihn langsam mal kaufen, aber das kostet Geld. Wir nehmen einfach mehrere von den großen. Hat das irgendeinen preislichen Vorteil? Nö, ne? Ist halt einfach doppelt so groß und kostet doppelt so viel wahrscheinlich. So, und da nehmen wir das gute alte Skipper, würde ich sagen. Mal gucken, ob das Thrust-Weight-Ratio technisch funktioniert. 1,18, das ist dann unsere Oberstufe. Jetzt schalten wir das hier mal kurz tot. Zack. Ach Gott, ja, das ist schon 2600 irgendwas. Jetzt hat's gar nichts. Jetzt hat's 1700 Delta V. Ja, okay. Ach, eigentlich können wir da auch gleich mit einer Stufe. Da müssen wir hier gar nicht groß rumstagen, oder? Dann machen wir das halt in einem Abwasch. Wenn wir dann schon so viel Schub rausbekommen, dann nehme ich mal an, wenn wir einfach ein Mainsail stattdessen nehmen.
3400. Noch nicht ganz. Wir sind noch nicht ganz da, wo wir hinwollen. Aber wir sind auch Delta-V-technisch noch im grünen Bereich. 3700. Vielleicht müssen wir es doch stagen. Na gut. Heute viele tolle Ideen, aber nichts davon funktioniert so, wie ich mir das gedacht hätte. Engines. Aber dann machen wir wahrscheinlich die Billig-Variante davon. 1,18, jawohl. Und dann nehmen wir uns zwei Außentanks. Hat ja schon letztes Mal prächtig funktioniert. Aber ich denke, hier reichen jetzt zwei aus. Und bauen uns da noch zwei Skipper ran, die uns unterstützen beim Hochfliegen. Aber mit ein bisschen mehr Treibstoff. Reserve. So, und ein paar Hütchen drauf. Wunderschön. Also ist es nicht, aber... Ne, weil die Skipper sind einfach doch billiger. Schlicht und ergreifend. So. Wenn wir alle drei anschmeißen und dann noch ordentliche Fuelpipes verlegen. Zack. Und zwar wollen wir von außen nach innen füttern. Dann sind wir bei 4300 Delta V. Damit sollten wir locker in den Orbit kommen und den Rest macht dann die restlichen 2100 Delta V, die wir hier oben noch haben. In der lustigen Upper Stage. Ja. Damit sollten wir sowohl unseren Kollegen einsammeln können, als auch locker nach Minmus und wieder zurückkommen. Ja, das heißt, wir haben Strom, wir haben Essen für viel zu viel Zeit. Da können wir noch ein bisschen Gewicht rausnehmen. Also was brauchen wir nach Minmus raus? Ich sage jetzt mal großzügig 10 Tage. 10 Tage wieder zurück. Also 10 Tage Puffer drauf, sind wir bei 30 Tagen. Da können wir aber ordentlich kürzen. Ja komm, ich bin kein Unmensch, 44, die Touristen sollen noch ein paar Snacks kriegen. So. Sind auch wieder noch ein paar Delta wie mehr, weil wir uns Gewicht sparen. So, 1,7 Thrust-Weight-Ratio ist auch völlig okay, das heißt wir fangen an zu strutten. Wir strutten uns hier eine Strut. Und wir strutten uns dort eine Strut. Und hier eine Strut. Und dort noch eine Strut. So, und dann kommen... lass mal ruhig ein paar mehr nehmen. 4 Stück. Zack, von hier nach hier. Voilà. So, und einfach nur, weil wir es können und weil es für die Abtrennung dann cool ist, nehmen wir uns noch... 4 Manöverdüsen mit. Für die 30 Monopropellant, die wir haben. Denn, wenn man es hat, kann man es ja auch benutzen. Ne? Vielleicht können wir damit mal wieder heldenhaft unsere letzten Meter machen. So, das ist natürlich jetzt nicht so die Aerodynamik vor dem Herrn, aber es sind nur so Strut-Dinger. Also es sollte eigentlich auch nicht ein Riesenproblem sein. Wir können sicherheitshalber mal noch dafür sorgen, dass das und das Freundschaft schließt. Hallo? Ich habe gesagt, ihr sollt Freundschaft schließen. Also wir wollen das... wie sieht man das denn jetzt ganz gut? So. Und so. Ja. Nee. 3 haben das auch so gesehen, einer nicht. Na gut, dann nicht. Spalter. Gibt's halt nichts für dich. So einfach ist das. Das sollte aber auch so halten... Hoffe ich. Und wenn nicht, dann bricht es halt weg. Aber dann ist das Triebwerk nicht kaputt gegangen, sondern die Dinger. So. Wollen wir die noch ein bisschen steiler anstellen? Nee, ne? So, Hitzetauscher, bla bla bla. Antenne. Wir brauchen eine Antenne. Und zwar brauchen wir eine für den Aufstieg. Und, keine Ahnung. Hier so. Irgendwo. Und dann brauchen wir eine... sicherheitshalber für den Orbitbereich. Okay, man könnte natürlich total witzig sein. Ist jetzt mitten drauf. Oh ja. Naja, ob das die beste Position dafür ist? Man weiß es nicht. Geht das auch so? Schade, so geht's nicht. Aber mit dem geht's.
Ah ja. Da. Zack, zack, zack. Zack. Pass mal auf, jetzt machen wir Folgendes. Hihihihi. Das wird super. Mist, jetzt guckt die so ein bisschen raus, ne? So. So, das ist good enough. Wenn wir das jetzt ausfahren. Komm. Voll gut. Das machen wir genau so. Genau so machen wir das. So, wir haben einen Probe Core, um erstmal zu steuern. Wir haben Fly-by-Wire, um cool zu steuern. Wir haben Antennen, wir haben Life-Support, wir haben Strom, und zwar 1600 Einheiten. Wir haben Fallschirme, um wieder runterzukommen. Wir haben sogar Bremsfallschirme, um cool runterzukommen. Wir haben genug Sprit, um sonst wohin zu fliegen. Wir haben eigentlich alles, was wir so brauchen. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass unsere Touris da drin sitzen und eine Startrampe ranklemmen. Und dann war's das eigentlich. Und dann würde ich sagen, werden wir uns in der nächsten Folge damit beschäftigen, diesen Hobel hier fachgerecht in Richtung Minmus zu bringen. Warum ich das jetzt übrigens vorgezogen habe, vor die Duna-Geschichte, ist schlicht und ergreifend... Wir haben noch ziemlich viel Zeit, bis es nach Duna geht, also können wir ein bisschen Geld verdienen und Reputation, um größere Missionen zu bekommen und nebenbei natürlich solche Leckerlis abgreifen, wie diese Mission, wie diese Mission mit Enter the Atmosphere of Duna, damit können wir noch ein bisschen Kohle reinverdienen und wir hätten jetzt quasi so um und bei 40.000 und noch ein bisschen was, was zurückkommt. Also vielleicht so 50.000, die wir nachher verdienen mit der Mission. Also drückt die Daumen, dass das alles klappt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge am Freitag. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, einen guten Start und lasst es euch gut gehen. Mein Name ist Robert und tschüss.